So if November 2nd comes along and I've passed, I hope my family is still proud of me and the choices I made. And if November 2nd comes along and I'm still alive, I know that we'll just still be moving forward as a family, like, out of love for each other, and that that decision will come later. Also bei allem Mitgefühl und bei aller Liebe, ich muss dir ehrlich gestehen, ich finde diese Performance da auf YouTube sehr inszeniert. So ein bisschen wie eine Soap Opera im Free TV in den Vereinigten Staaten. Ja, nur der Unterschied ist, dass das hier keine Soap Opera ist, sondern dass diese Brittany Maynard wirklich daran gestorben ist, besser gesagt, sich das Leben genommen hat. Und dass sie hier eintritt für aktive Sterbehilfe. Und das ist alles andere als inszeniert, sondern sie schildert hier wirkliche Gefühle. Sie wäre eh gestorben. Das ist ja gerade der Punkt. Woher will man denn wissen, dass sie wirklich gestorben wäre? Es gibt verschiedene Fälle, die auch im Zuge jetzt dieser Geschichte recherchiert wurden, da Menschen, die einen ähnlichen Krebs hatten, das überlebt haben. Hier sagen ihr die Ärzte, dass sie keine Heilungschance mehr hat. Man hat auch Röntgenbilder gesehen in den Videos. Da war praktisch das ganze Gehirn befallen von diesem Tumor. Das war bei den anderen Leuten eben auch so. Und sie konnten geheilt werden. Natürlich wird dadurch jeder geheilt, aber sie hat ja gesagt, sie merkt jede Woche, wie es schlimmer wird. Sie merkt jede Woche, wie sie praktisch kränker wird, wie sie plötzlich den Namen ihres Mannes nicht mehr weiß. Und so. Der Punkt ist, und ich möchte jetzt da niemandem zu nahe treten, und es ist wirklich schlimm, was diese arme Frau da durchleiden musste und dass sie sich dann auch das Leben genommen hat. Wirklich, da ist mein ganzes Mitgefühl da. Aber ich habe ein bisschen den Eindruck, als ob sie das Schlachtfeld ohne wirklich kämpfen zu wollen geräumt hat. Also ein bisschen sogar Feigheit ist dahinter, sich dem zu stellen, dieser Behandlung zu stellen. Das kann man so einfach nicht sagen. Wie würde man entscheiden, wenn man selbst betroffen ist? Das muss man sich erst mal fragen. Das ist dann, glaube ich, schon mal was ganz anderes, als wenn man jetzt hier so drüber spricht. Zweitens hat sie ja wirklich das nicht kampflos gemacht, sondern das war eine bewusste Entscheidung. Sie hat gesagt, sie möchte die letzten Wochen und Monate mit ihrer Familie, mit ihrem Mann verbringen, schöne Sachen nochmal erleben, eine Reise machen, um einfach nochmal die schönen Dinge des Lebens zu erleben und dann aus dem Leben zu scheinen, ohne diese qualvollen Schmerzen zu erleiden. Also was heißt denn kampflos? Was soll sie denn machen? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja. Und ich glaube, ein bisschen Feigheit steckt da auch bei. Schau, selbst Jesus vor seinem Leiden und Sterben im Garten Gethsemane war der Versuchung ausgesetzt, dass alles Schreckliche und alles Leid von ihm bleibt, selbst der Tod, ja? Herr, wenn es möglich ist, lass den Kelch vorübergehen. Trotzdem. Doch dein Wille geschehe, sagt Jesus. Ich ja, weiß, aber wenn es möglich alles, ist, sie hat es ja... Lass mich bitte ausreden, das hört sich alles so einfach von mir dahergesagt an. Ja. Ja? Aber auch aus der Seelsorge kann ich dir sagen, es gibt kein menschliches Leben, in dem kein Schmerz ist, in dem kein Leid das ist. Das stimmt ja, aber so im Leben ist auch Schmerz und Leid. Aber das ist jetzt nochmal eine andere Stufe von Schmerz und Leid. Und ich finde, wenn man das verhindern kann, dann kann indem man sie sich das in den Selbstmord tun. Flüchtet, da muss ich dir auch sagen, ja, ganz, ganz klar sagen, guck mal, du hast dir nicht ausgesucht, dass du auf die Welt gekommen bist. Das Leben wurde dir geschenkt. Und deswegen hast du auch nicht das Recht, das von Gott geschenkte Leben einfach selbst zu beenden und wegzuwerfen. Ja, also dann würdest du in dem Fall lieber sagen, okay, ich werde qualvolle Schmerzen haben, ich werde meine Familie nicht mehr erkennen. Ja, das ist auch für meine Angehörigen schwierig. Das ist alles fürchterlich, aber ich hätte zumindest den Kampf aufgenommen. Ich hätte mich bemüht und es zumindest probiert und das tut sie ja nicht. Ja, aber jeder ist doch für sein Leben selbst verantwortlich und ich finde, stimmt, man kann ihr nicht zum Vorwurf machen, dass sie sich so entschieden hat. Ich finde, deshalb sollte diese aktive Sterbehilfe auch erlaubt sein in bestimmten Fällen. Also das ist immer also wirklich ein schmaler Grat. Aber jeder ist dafür selbst verantwortlich. Und wenn ich das so entscheide für mein Leben, dann bin ich doch dafür verantwortlich. Ja, ich muss sagen, bei aller Empathie, bei allem Mitgefühl, ich bin gegen diese direkte Sterbehilfe. Mein Ansatz wäre auch aus einer christlichen Überzeugung heraus, den Sterbenden palliativ zu begleiten, Schmerzen zu lindern und zu verhindern, wenn es geht, und die letzte Entscheidung dem lieben Gott zu überlassen. Ja, aber und ganz schlimm finde ich es, dass sie nicht für sich und für ihr Leben gekämpft hat. Denn die Chance hat sie gehabt und die hat sie nicht ergriffen. Ich glaube, das stimmt schon. Sie hätte noch mehr kämpfen können. Aber ich finde nach wie vor, das sollte jeder selbst entscheiden. Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Da kann man eigentlich so pauschal gar nicht drüber reden, sondern das muss man in jedem Einzelfall entscheiden.
Und da interessiert uns auch einfach mal eure Meinung. Wie denkt ihr, wie würdet ihr in so einer Situation handeln? Denkt ihr, das war die richtige Entscheidung von Brittany Maynard? Schreibt uns eure Meinungen hier auf unserer Talk2-Seite, auch im Facebook oder auch bei Twitter. Tschüss.